sehe manchmal, das schwirren so Boote herum, kleine Boote, wo überall im Universum, und die sehen lauter Leute, Astronauten, wo da zum Ding in der Luft sind oder ausgespielt was sind. Und das ist klar, die können nicht mehr nach Hause. Die trummeln hier herum, bis sie einfach tot sind. Da gibt es Boote, wo die einsammeln. Und da sehe ich dann einen Traum. Da sehe ich, wie die ja schon wo herum torkeln in der Welt, nicht in das Boot gehen, sondern lieber. Das heißt, ich versuche die Menschen zu retten, wo ich kann und wie ich kann, aber viele sagen, es gibt viele Leute, die haben vielleicht gehört, wie man Gott lieben kann und was der rechte Weg ist, oder sie kommen von der Welt zurück, möchten sich ein bisschen mehr mit Gott befassen. Und dann fangen sie an, Fragen stellen, sie kommen in Zweifel, lauter solche Sachen, lauter Hindernisse, zum Gott zu gehen. Du bist ein Kind Gottes und der Vater im Himmel empfängt dich als sein Kind. Und niemand, Gott hat von Liebe, wenn ich von Liebe spreche, bei Gott muss ich sagen, er hat überhaupt keine Liebe. Er ist die Liebe. Und glaubt er, sie ist die Liebe, wenn du zu ihm kommst und wenn du voller Sünden bist? Dass er sagt, noch vor dem Sterben, weg mit dir, nein. Und ich verstehe, ich habe manchmal, staune ich, dass Gott mir immer noch sagt, bring mir Sünder. Das war früher gar nicht mein Ding. Ich habe auch geurteilt über Sünder. Aber warum? Weil ich Gott überall. Mein Gott, hätte ich mal was Dummes gesagt. Ich war aus Liebe. Weil er mir die Liebe gegeben hat, die ich habe. Dann tut es mir weh, wenn er von den Menschen missachtet wird. Glaube mir, ich habe jetzt immer so viele Menschen, auch durch die Wanderbischöfe und durch dieses Livestream, oder sagt man, bekomme ich so viele, wo von Gott noch nichts gehört haben, wo noch nicht getauft, noch nicht gefirmt, noch nicht die das gar nichts wissen, was Gott uns alles gegeben hat. Wenn ich denke an den Glauben, denke, wo die Reformierten oder die Protestanten haben, dann muss ich sagen, dann haben die ja weniger, als was die Israeliten hatten. Das Manna und das alles von Gott bekommen. Die Arche, nein, nicht, wie sagt man, die Bundeslade mit heiligen Dingen drin. Nein, der Heiland hat uns 7 Sakramente gegeben. Er weiß doch, dass wir Menschen sind. Er weiß doch, dass wir ihm fallen. Er hat viele Möglichkeiten gegeben, das Beichten. Da ich für Gott Schmerz empfunden habe über das, war ich nicht in der war ich überrascht, dass Gott mir sagte, bring mir die Sünder, so viel du noch kannst. Und diese Freude des Himmels, und dann tut es mir weh, wenn dann jemand den Weg findet und dann noch an ihm zweifelt und er denkt, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Klar sind wir schlecht, aber das weiß doch Gott. Aber es ist eine Liebe.
will uns besser machen. Überlassen wir uns doch mehr ihm. Kommt auch davon, was ich tue, etwas Gutes zu lesen. Ich kenne solche, die merken nicht, denn die lesen immer noch in der Bibel das Alte Testament. Es ist gut, wenn man es mal weiß, was Gott alles gemacht hat. Wenn man jemanden liebt, möchte man bis ins Kleinste alles von ihm wissen, oder? So ist es bei ihm. Man möchte bei ihm von ihm alles wissen. Aber da muss man natürlich gute Bücher lesen. Am besten von solchen Leuten, wo vorne ST oder Heilige steht. Oder es gibt sehr gute Bücher, gerade in Amerika. Waldorter. Wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich, was Gott wünscht von uns. Wenn ich Waldorter lese, dann erkenne ich, werde ich mit dem Heiland per Du. Das heißt, ich erfühle ihn, was er, wie er ist, wie er war, wie er noch ist, noch besser ist jetzt. Ich kann ihn schätzen. Ich lerne ihn lieben. Wirf das Zweifel alles weg. Alles, was dir schwerfällt, macht, kommt von unten. Von oben erhebt dich. Da ist jeder schnelle Lift ein Lamaschi, sagt man bei uns. Die Liebe ist die größte Kraft, die wir heute können bekommen. Die Liebe von Gott, meine ich. Zu Gott. Dann wirst du alles ertragen, wenn es das Allerschlimmste ist. Zumindest kannst du es aufopfern. Was ist denn da so 90 oder 100 Jahre? Ich bin auch schon 85. Was sind denn das? Nebst den Schmerzen fühle ich mich wie 30.